Moin zusammen und willkommen zurück zu Golden Sunny Dunkle Dämmerung. Im letzten Part haben wir uns auf den Weg nach Champa gemacht, wo wir jetzt auch angekommen sind. Da wollte ich gar nicht rein. Und hier brennt alles! Hier brennt alles! Das ist gar nicht die Finsternis, die hier so rumqualmt. Das ist der ganze Smog hier von den ganzen Verbrennungen, was hier auch ist. Auch im Berg, da brennt einfach alles. Nur weil Obama sagt, das muss alles angezündet werden, haben sie jetzt die ganze Stadt verbrannt. Macht auch Sinn, weil sonst würde die ganze Stadt von Monstern überrannt werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir haben nämlich zuvor haben wir noch einen Djinn eingesammelt, den Mars-Djinn, den Lava-Lava. Und der macht ganz viel Quatsch. Und Türe soll schon. Der andere Feuerdept. Eoleo kann auf einmal Thermal einsetzen. Damit erzeugt er diese Säulen. Oder da, wo diese Säulen sind, da können wir jetzt anscheinend hoch. Dann probieren wir das einfach mal aus. Das vorher auch schon gehabt? Ich meine nämlich nicht. Auf einmal kann er diese Technik. Finde ich interessant. Oder Thermik heißt es nicht, Thermal. Thermik. Wusch. So, dann können wir hier rüber. So, und oh, da ist Obama. Obama. Ach Gott, ich finde sie so toll. Deswegen freue ich mich sehr, sehr nicht. Die hat einen tollen Charakter. Und ich werde mal kurz die Ranke hier runterwachsen lassen, einfach schon mal, es geht. So. Ah, alles. Okay, gehen wir weiter. Und ja, wie gesagt, hier brennt alles. Hier muss ein Smog drinne sein. Dass man hier immer noch so durchlaufen kann, ohne dass man gleich tot umfällt. Das wundert mich ja ehrlich. Und hier oben ist wieder gar nichts. Ist in Ordnung. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Da kann man rein. Und ja. Ich finde es auch schön, dass das Ganze hier immer noch so aussieht wie vorher. Wenn sobald. Sofern sich ja alles andere, oder die Schlüssel, geändert hat, hier in Wyatt. Champa sieht aber noch genauso aus wie vorher. Und da ist die Karte. Chill. So sah Wyatt vorher aus. Das ist eine alte Karte, ja. So sah das mal aus. Jetzt hat sich alles zusammengezogen. Weil die goldene Sonne hat ja auch mehr oder weniger die ganzen Erdmassen von den Kanten weggeholt, damit da nicht alles runterfällt, soweit es retten konnte. Die Sonne halt und deswegen. Den kennen wir auch noch. Deswegen hat sich ja so viel verändert, außer Champa. Kann man mal sehen. Gut, dann gehen wir zu Obama. Bevor ich mich hier noch im Kopf und Kragen rede. Urgroßmutter. Diese Stimme. Eoleo. Sieh an. Ich dachte schon, du würdest in Morgel vor dich hinschmoren, aber anscheinend bist du bloß mit Freunden umhergezogen. Moment, du? Hallo, Obama. Na? Starr! Ich habe dich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen und, ja, der alte Mann. Ich erinnere mich. Kerndan oder so ähnlich. Ist doch egal. Du siehst doch immer so aus wie damals. Wie kann das sein? Crane heiße ich. Und das ist eine lange Geschichte. Bevor ihr loslegt, muss ich noch schnell etwas loswerden. Darf ich? Ich weiß nicht. Ich denke, als ob es mir nicht gefallen wird. Aber was bleibt mir anderes übrig? Während der Schlacht in Morgul ist Vater... Naja, wie soll ich sagen? Umgekippt. Hast du übrigens gut geschlagen? Ja, das hat der Urgroßmutter. Er ist also von mir abgetrieben. Wie es so scheint, ist das Schicksal deiner Oberhaber von Traurigkeit bestimmt. Aber ich werde deinem Vater schon bald folgen. Und wenn ich ihn wiedersehe, werde ich ihm gehörig den Kopf waschen. Das geht doch nicht. Hey, du warst also der goldenen Sonne ausgesetzt und alterst nun kaum noch. Triffst du den Nagel auf den Kopf? Trifft das den Nagel auf den Kopf? Ob Crane den Nagel auf den Kopf trifft, weiß ich nicht. Das schafft das irgendwie nicht, aber das trifft schon zu. Nun, ja. Verdammt zu sein, für Ewigkeit in einem alten, gebrechlichen Körper zu leben. Ich beneide dich nicht um dieses Geschenk. Und wer seid ihr anderen? Wahrscheinlich ein bunt gemischter Haufen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die tiefe Finsternis aufzuhalten, Gut. Wie euch Crane sich erzählen kann, habe ich eine kleine Schwäche für feurige Handwerkskunst. Solltet ihr auf eurer Reise ungewöhnliche Materialien finden, bringt sie zu mir. Ich werde sehen, ob ich euch daraus etwas Hübsches anfertigen kann.
werde mit Ihnen gehen, Urgroßmutter. Wir sehen uns sicher bald wieder. Das denke ich mir schon. Viel Glück euch allen. Yay, wir haben den Schmied gefunden. Wollten wir sie nicht überreden, hier einfach mal wegzugehen? Egal. Schmieden lassen möchte ich mir aber trotzdem nicht, weil ich die ganze Sache ja sowieso wieder verkauft habe. Und allein schon, weil es auch ziemlich spät im Spiel ist. Und wir haben eigentlich ausreichend Rüstung und Level und sowas alles, damit wir uns hier nicht so lange aufhalten müssen und wirklich viele Sachen. Weiß ich auch nicht. Wir gehen einfach jetzt. So. Haben wir hier noch irgendwas zu erledigen? Weiß ich jetzt gar nicht. Sagt es sonst noch irgendwas? Das war jetzt irgendwie sehr unbefriedigend. Erfahrener Krieger wie ihr habt bestimmt ein Auge für seltene Materialien. Weißt du, welche findet? Da bringt sie doch direkt zu mir. Ja, okay. Sie merkt auch schon, ich habe gar keine. Die riecht sowas. Gut, dann gehen wir halt. Würde ich sagen. Das war jetzt total unklug, da so lang zu donnern. Ich hätte eigentlich... Hätte ja eigentlich auch die andere Rangrunderin klettern können. Na, egal. So, gibt es hier jetzt noch irgendwas, was wir machen können? Ich glaube nicht. Dann können wir auch weiter nach Tonfan aufbrechen. Da komme ich nicht durch. Da liegt immer noch ein bisschen Holz im Weg. So. Sonst war hier ja nichts. Können wir hier nochmal gucken? Und da kommen wir her, ne? Gut, dann gehen wir hier auch wieder zurück. Und schauen wir eben, ob hier jetzt noch was war. Nö. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach Tonfan. Und endlich wieder schöne Musik. Dankeschön. So. Ja, ist ja gut. Ich bin wieder auf dem Wasser und du bist gleich wieder Monster. Oh mein Gott, das ist eine riesige Schleimbestie. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass es sehr wenig war, was wir da jetzt machen konnten. Außer Obama zu sagen, hey, wir gehen jetzt auf eine Reise. Naja, daran sieht man eigentlich, dass es mehr optional ist, das hier. Das war jetzt eigentlich nur, um den einen Gin zu holen. Gut, dann gehen wir halt nach Tonfan. Ich möchte gerne die Karte haben, weil Tonfan ist, müsste eigentlich durch da oben irgendwo sein. Braucht die Karte gar nicht. Oh mein Gott, das ist zwei Schleimbestien. Sterbigt! Sterbigt! Er ist ausgewichen! Und es greift aber Türen an! Du Schwein! Der Schleim, meine ich. Sorry. So, jetzt ist aber gut jetzt. So, jetzt kommt der andere dran. Gut. Ja, müsste eigentlich gleich oben auf der Ecke sein. Boah. Ja, das ist Tonfan. Und hier wollen wir hin. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo den Schlüssel bekommen. Euer Schiff war vielleicht nicht gerade viel her. Dafür segelt es aber umso besser. Ich bin wirklich beeindruckt. Du hast sogar nicht mein Schiff nur einlaufen sehen. Naja. Kaiser Ukran hat erst vor kurzem ein paar Schiffe aus Anna nach Norden geschickt. Sie sind noch nicht wieder zurückgekehrt. Was hat er denn da oben vor? Diese Lemurier sind wirklich unglaublich. Die Schiffe, die sie für uns General überholt haben, zählen zu den besten, die ich je sah. Oh Gott, hier gibt es noch Lemurianer. Aaron! Aaron, wer... Das ist ein riesiger Eisblock. Kann man da was machen? Moment. Der ist ja auffällig. Nee, kann man nicht. Okay, steht einfach mal so ein riesiger Eisblock rum. Ist in Ordnung. Ist hier noch was? Hier steht noch jemand rum? Hier sind mehr Eisblöcke. Diese Schiffe waren unser ganzer Stolz. Doch nachdem sich von den Lemurianern verbessert wurde, kamen sich unsere Schiffbauer wie Amateure vor. Ja, die haben schon eine ganz andere Technik. Gut, dann gehen wir mal weiter rein. Und quatschen mit den Leuten. Chikon ist nicht länger der Kaiser von Sanna. Gut so, der alte Dispo war ein grausamer Kriegsführer. Okay, hier haben wir das Inn. Und sie sind ein paar Kiddies. Hilde spendet uns immer Licht und Wärme, doch noch versteckt Selene sein Antlitz. Kaiser Ukran möchte um jeden Preis den Kampf zwischen Helios und Selene friedlich beenden. Wegen Helios und Selene meinen sie wahrscheinlich Sonne und Mond, so wie ich das anhört. Und da pennt. Der schnarcht da einfach vor sich hin. Okay. Mach du, Mann. Ist in Ordnung. Nee.
Wenn es einen gibt, der unserer Nation helfen kann, dann ist es Kaiser Ukan. Er ist gütig, weise und bei allen sehr beliebt. Vielleicht gibt er uns ja das, was wir haben möchten. Mal gucken. Ich glaube nicht. Der alte Kaiser Shikon liebte den Krieg. Er kämpfte gegen alles und jeden und schickte viele unserer Männer in den Tod. Vor einigen Jahren starb Shikon. Glücklicherweise war König Uwon nicht im Land und so konnte Ukan Kaiser werden. Die Ukan mögen sie anscheinend auch nicht. Kannst du mal aufhören zu schnarchen, ey? Schlimm, ey. NPCs, die pennen. Es gibt nichts Schlimmeres. So, da waren wir schon drin. Was gibt es denn hier drüben? Das ist ein sehr großes Dorf. Ah, hier ist wieder ein Laden. Gehen wir mal den Laden wieder stürmen. Haben wir. Frühlingsschwerter. Nicht für Eoleo. Drachenaxt. Das ist was für Eoleo. Ja. Yeah. So, Zauberstab. Gibt's nicht. Nein, das ist verflucht. Das wollen wir nicht. Blaue Stab. Okay. Was haben wir denn hier so? Nö. Okay. Alles uninteressant für uns. Oh, Eoleo, eine Axt können wir eben noch verkaufen. Moment. Die braucht ja nicht mehr und wir müssen nicht unnötig Ballast bloß rumtragen. Ach, die hat er ja schon verkauft. Die haben ja gekauft und verkauft. Nö. Das ist kein neues Gimmick im Spiel. Das war schon immer so. Habt ihr den Kapitän aus Lemuria gesehen? Das ist kein erfahrener Händler, der die See bereist. Er wirkt mir wie ein Krieger. So, Lemuria. Diese legendäre Stadt ist die Heimat einer fortgeschrittenen Zivilisation, die von der restlichen Welt isoliert ist. Die Zeit vergeht dort sehr langsam und die Bewohner Lemurias erfahren von Abenteuern, deren Schiff es bis nach Lemuria verschaffen, was im Rest der Welt vor sich geht. Das passiert aber leider nur sehr selten. So, da waren wir schon. Gehen wir mal hier hoch. Die Leute aus Tonfan genießen das warme Licht von Helios das ganze Jahr über. Doch die westlichen Länder spendet die Sonne kein Licht mehr. Das ist ziemlich gruselig, wenn ihr mich fragt. Nicht gut. Da geht es wahrscheinlich zum Palast. Ukan wurde erst vor kurzem zum Kaiser gekrönt, nach Ende des Bürgerkrieges und dem Tod von Shikon. Sanna hat durch den Krieg viel Land verloren. Viele Menschen fanden den Tod. Unser Ukan, Kaiser Ukan, trübt das sehr. So, hier noch was. Hallo? Kaiser Ukan hatte den Hafen zeitweilig schließen lassen, um den Tod des Königs länger geheim halten zu können. Diese Anordnung folgte, nachdem sich der Kaiser mit den fremdländischen, auseinandersehenden Besuchern getroffen hatte. Oh, okay. Ja, was sie gemacht haben, wissen wir ja. Damit sind ja Jas und Stroko gemeint. Gerücht zufolge soll sich ein wirklich wertvolles Juwel Lady Minjos Gemächern befinden. Okay, Minjo. Dieses Mitglied des Königshaus, nicht Kaisers, von Sanna ist Rolkos und Tianyus Mutter. Ah, da gehört hin. Okay, ihr Mann ist bereits verstorben und ihre beiden Kinder gelten momentan als vermisst. Ich weiß aber, wo die sind. Ich frage mich, wie viel Geld ein solches Juwel verbringen würde. Die sehen wir bestimmt nochmal wieder. So. Hallo. Ich frage mich, wieso man den endlosen Wall gebaut hat. Aber noch viel interessanter ist die Frage, wer ihn überhaupt gebaut hat. Und wer hat das in 30 Jahren geschafft, so eine riesige Mauer dahin zu setzen? Endlose Wall verstreckt sich bis in den Westen Sanders. Wie vieles das gut ist, stammt auch eher aus uralten Zeiten. Wo kommt dieser Wall her? Er stammt aus uralten Zeiten. Hallo, das mit der goldenen Sonne ist 30 Jahre her. Und als wir ganz Weihart bereist hatten, war der noch nicht da. Wo kommt der? Ah, Spiel. Hör auf, mich zu verarschen. hier ist nichts. Wieso ist niemand, mit dem man quatschen kann? Ich habe immer noch so ein bisschen das Mitbringsel im Kopf, was wir immer noch nicht losgeworden sind. Ich will die Springbuch. Und da ist der Heiler. Das müssen wir ja auch noch irgendwo loswerden. Und wenn ich hier, dann wo dann? Oh, da kann man aufs Dach. War ich da hinten eigentlich schon drin? Nee, da hinten war ich auch nicht drin. Moment. Wollen wir den mal aufwecken? Ich wecke den mal auf. Das geht so nicht. Der kann auch nicht den ganzen Tag da liegen und pennen. Das Wetter darf wieder Leute schlagen. Ich finde das gut. So. Und bams. Uiui, ich sollte besser gleich ablegen.
Und da fährt er und fährt in die unendlichen Weiten und... ist voll weit gekommen. Jetzt steht er da hinten. Ah, jetzt kann man hier rüber. Und darüber. Was bringt mir das? Oh, das bringt mir das. Okay. Hallo. Ich war nur zufällig gerade in der Gegend und dachte, ich hau die mal kaputt. Oh, ist okay. Irgendwas muss es ja gebracht haben. So, mit Zunder gefunden. Das ist der mit der hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, jemanden auf hier wiederzubeleben, ne? Dieser Flammengeist aus Zunder versprüht die Flamme des Lebens, mit der der Gefallene wiederbelebt werden kann. Ich meine, das war der hundertprozentige. Hier runterspielen. Da. Ja, besiegt. Belebt einen besiegten Freund. Ich meine, das war hundertprozentig. So. Damit haben wir auch den Master, den man in jeder Stadt einmal findet. Den Schild überhaupt, den man finden kann. So, ich glaube, wir waren in einem Haus da hinten noch nicht drin, ne? So, da ist ein Shop. Hier ist das Shikon und Oron nicht mehr sind. Kehrt endlich wieder Frieden in Sanna ein. Der Krieg ist vorbei. Jedenfalls etwas Gutes. Kaiser Okan hat verordnet, dass niemand mehr in den Westen von Tonfan reisen soll, falls es nicht absolut nötig ist, weil da böse Energie ist. Ich kenne mein Schiff. Die Fracht ist, die du befördern willst, ist viel zu schwer. Es wird bestimmt sinken. Tut mir leid, aber wir müssen die Fracht leider aufteilen und mehrmals fahren. Das geht nicht. Das kannst du machen. Was soll das heißen? Einzellieferung. Glaubst du wirklich, dass ich all mein sauer verdientes Geld für Versandgebühren ausgebe? Ah, niemals. Ich habe Probleme. Ja gut, solange sie nur solche Probleme haben. Hier ist nix. Wo werde ich dieses blöde Mitbringsel los? Ach Gott. Ich werde es wahrscheinlich bis zum Schluss in meinen Händen halten. So, ich möchte mal kurz gucken, da hinten war ich. War ich da hinten jetzt drin oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Da war ich nicht drin. Nee, hier war ich nicht drin. Hallo. Fisch, 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 ständig essen wir nur Fisch. Ich frage mich, was man in anderen Ländern so isst. Fleisch. Einst lag Sanna in luftigen Höhen auf einem Plateau ohne direkten Zugang zu See. Doch nun können wir uns die Bäche nach Belieben mit Fischen... Bäuche, die Bäche, die Bäuche. Die Bäuche mit Fisch verschlangen. Als ich jung war, kannte ich nur getrockneten Karpfen. Doch nun habe frischen Kabeljau, leckeren Thunfisch und was weiß ich noch alles. Deswegen gibt es nur noch Fisch. Oh Gott. Gut, dann waren wir hier, glaube ich, jetzt durch. Ja, müsste eigentlich alles gesehen haben und würde ich mal sagen, im nächsten Part schauen wir uns da mal ein bisschen hier noch um. Wir sind jetzt hier am Palast und ich bin mal gespannt, ob sie uns freiwillig die Karte geben oder Schlüssel. Was hat ein Schlüssel? Karte? Karte? Schlüssel? Ich weiß nicht mehr ganz genau, was hier war. Ich glaube, den Schlüssel. Wo kriegen wir nochmal die Karte? Oder war die Karte hier? Die haben ja auf den Beutezügen die Karte mitgenommen, also müsste die Karte ja jetzt hier sein. Also würde ich mal sagen, wir hoffen, dass wir die Karte kriegen. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder hier bei Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Also tschüss und bis dann.